Im Krankenzimmer zwei Patienten. Der zweite ist gerade erst gekommen, man macht sich bekannt und beide stellen voneinander fest, dass sie Christen sind, bewusste Christen, wie der Neue sagt. Ich bin nämlich auch ein bewusster Christ, müssen Sie wissen, und darum... Das freut mich, aber obwohl ich da ja nun leider keine Missionsaufgabe an Ihnen habe. Hä? Na, ich hätte doch, wenn ich einen ungläubigen Zimmergenossen gekriegt hätte, meine Missionsarbeit hier fortsetzen können. Sind Sie denn Missionar oder sowas? Nein, nicht im Hauptberuf, aber sonst. Also, Sie wissen doch, jeder Christ ist ein Missionar. Und ich komme in der Fabrik an so viele Ungläubige heran. Mit all meinen Kollegen habe ich schon von Glaubensdingen gesprochen. In der Pause laufe ich immer durch die anderen Hallen, in der einen Hand das Frühstücksbrot und in der anderen ein Paket Traktate. Aha. Und was machen Sie am Feierabend? Ja, da bin ich am Bahnhof. Ich hole meine Gitarre aus dem Gepäckschließfach und singe in der Bahnhofshalle geistliche Lieder. Wie lange machen Sie das dann? Ja, das kommt drauf an. Vorigen Freitag konnte ich zum Beispiel nur 2 Stunden, weil ich noch 9 Leute zur Zeltmission abholen musste. Wir waren dann auch leider etwas zu spät. Nachher habe ich sie dann alle wieder nach Hause gebracht und konnte im Auto noch gute Gespräche führen. Aber wann haben Sie denn dann zum Abend gegessen? Ach, wissen Sie, so fleischliche Dinge. Na, mir reicht es, wenn ich eine Kleinigkeit esse. Freitag zum Beispiel habe ich am Bahnhof eine Tüte Pommes frites gegessen. Nicht ohne dem Budenbesitzer zu sagen, dass ich Ruhe und Frieden gefunden habe. Wenn Sie die Leute dann nach Hause gebracht haben, müssen Sie dann nicht todmüde ins Bett sinken? Ach, was? Sie meinen, dann wäre ich schon nach Hause? Was denken Sie von mir? Es steht doch geschrieben, kaufe die Zeit aus. Na, dann fahre ich meistens noch zu einem Kranken, den ich betreue. Oder ich helfe bei einem Missionseinsatz in einem Nachtlokal. Ja, sagen Sie mal, meinen Sie nicht, dass das alles ein bisschen zu viel ist? Ah, das hat zwar der Arzt auch gesagt, als ich dann am Samstag den Herzinfarkt bekam, aber so Ungläubige verstehen ja nichts davon, was es heißt, diene dem Herrn mit Freuden. Ah, Sie sind also mit einem Herzinfarkt hier eingeliefert worden? Ja, das geht schon wieder besser. Bis nächsten Sonntag muss ich unbedingt wieder raus sein hier. Da wollte ich zur Glaubenskonferenz fahren. Muss aber vorher noch alles für den Basar in unserer Gemeinde organisieren. Kommen Sie auch? Zu Ihrem Basar? Ja, Sie sind herzlich Ach, Ihr Fuß. Ist es sehr schlimm? Wie lange wird es denn wohl dauern? Ein paar Wochen bestimmt. Ach, wie schrecklich. Naja, ich kann ja wenigstens mal zur Ruhe kommen. Zur Ruhe? Sind Sie denn sehr gestresst? Ich meine, in der Gemeinde zum Beispiel? Und wie? Jeden ersten Sonntag im Monat muss ich nach dem Gottesdienst die Kollekte zählen. Jeden... Ach, und was machen Sie sonst so? Ich meine, in Sachen Mission? Ach, da mache ich eigentlich nicht viel. Eben nur... Naja, in unserer Gemeinde war früher mal einer, der später in die Mission ging. Ich glaube, nach Zaire oder so. Und was haben Sie mit dem zu tun? Na, ich sag doch, der war mal in unserer Gemeinde. Ach so. Und Sie selbst? Nein, ich selbst halte mich da aus sowas raus. Paulus hat ja auch geschrieben, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen sollen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Nicht mal in Nachtlokalen missionieren, oder? Nachtlokal? Ich werde doch meinen Fuß nie über so eine Schwelle setzen. Ja, und an der Arbeit. Was sagen denn die Kollegen zu ihrem Glauben? Davon haben die noch nichts mitgekriegt. Aha. Ja, aber meinen Sie, dass es so richtig ist, wie Sie als Christ leben? Im Allgemeinen schon, aber natürlich auch nicht immer. Heute zum Beispiel, da hat mein Nachbar gefragt, ob ich ihn mal an einem schweren Schrank anfassen könnte. Und ich dachte gleich an das Wort, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Aber in meinem fleischlichen Streben nach guter Nachbarschaft wollte ich dann eben doch anfassen und prompt traf mich die Strafe, dass ich das Wort nicht beachtet hatte. Ach, wie sah die denn aus? Naja, wir hatten kaum 2 Meter getragen, da rutscht mir der Schrank aus der Hand und zerquetscht mir den Zeh. Ach so... Na dann gute Besserung. Danke, gleichfalls. Ja, zufällige Ähnlichkeiten sind durchaus beabsichtigt. Zur Besinnung kommen ist das Thema dieser Funkseminarstunde und ich habe den Eindruck, dass die beiden noch nicht zur Besinnung gekommen sind. Lahmgelegt sind sie, das schon. Doch das ist ja etwas Passives, Unfreiwilliges. Zur Besinnung kommen, zur Ruhe, das ist etwas Aktives, denn das hängt mit dem eigenen Willen zusammen, mit Mut und mit Geduld. Im Folgenden fragen wir zunächst nach ein paar Grundzusammenhängen und dann fragen wir, wie man das praktisch machen kann, zur Besinnung zu kommen. Warum ist das überhaupt nötig für einen Mitarbeiter in der Gemeinde? Eine kurze Situationsanalyse von Pfarrer Gerhard Röckle, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste.
Vor etwa 150 Jahren schrieb Sören Kierkegaard im Blick auf die Situation seiner Zeit: Wenn ich Arzt wäre und man mich fragte, was rätst du? Ich würde antworten: Schaff Schweigen. Bringe die Menschen zum Schweigen. Gottes Wort kann sonst nicht gehört werden. Diese Aussage Kierkegaards hat an Aktualität nichts verloren. Denn die Menschen von heute werden überflutet von Informationen und Eindrücken. Das Tempo des Lebens beschleunigt sich. Der Lärm nimmt zu. Für viele schafft der nächtliche Schlaf und die Erholung am Wochenende nicht mehr den notwendigen Ausgleich. Die Bedrohung oder der Verlust des Arbeitsplatzes verursachen seelische Belastungen. Viele sind von Not und Krankheit umgeben, von Ängsten getrieben. Wie werden wir mit alledem fertig? Im Normalfall so, dass wir durch einzelne Aktivitäten, durch einzelne Erfolge versuchen, das Leben wieder in den Griff zu kriegen. Doch das funktioniert nicht. Das vergrößert nur Hektik und häufig auch Angst. Wieso? Weil die äußere Unruhe ein Spiegel für die innere Unruhe ist. Genauer gesagt, für die Sehnsucht nach Lebenserfüllung. Klaus Vollmer, Pastor im Amt für Missionarische Dienste der Landeskirche Hannovers. Wir versuchen mit unseren Idealen unser Leben zu gestalten. Wir wollen gut sein, gerecht, umweltbewusst, friedliebend, menschenfreundlich und so weiter. Und wir bekommen tatsächlich eine Menge mit unseren Idealen hin. Und es ist auch eine Wohltat, wenn man einen Menschen erlebt, der aufgrund seiner Ideale das Leben meistert. Nur, mit den Idealen, die man umsetzt und tut, gewinnt man nicht die Erfüllung des Lebens. Denn wir sind immer noch mehr als unsere Ideale und unser Tun. Erfüllen aber kann mich nur, was größer ist als ich selbst. Ich wiederhole: Ideale, die ich tue, sind immer kleiner als ich selbst. Und was kleiner ist als mein eigenes Ich, kann mein Ich nicht erfüllen. Die Erfüllung des Lebens gelingt nur dort, wo etwas zu mir kommt, das größer ist als ich selbst. Vor kurzem sprachen wir auf einer Studententagung über diese große und wichtige Sache der Lebenserfüllung. Und es war für alle Beteiligten eine harte Erkenntnis zu begreifen, dass die Dinge, die wir gerne hätten, und die Ideale, die wir gerne umsetzen würden, immer kleiner und weniger sind als unser eigenes Leben und folglich keine Erfüllung schaffen können. Wir mühen uns zwar um alle möglichen Werte und Ziele, wir quälen uns ab, wir tun dieses und noch mehr und meinen, je mehr wir das Leben gestalten würden, umso erfüllter müsste es sein. Und genau diese Erfüllung gelingt so nicht. Das ist ja die große Befreiung, die Jesus bringt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen mit allen möglichen inneren und äußeren Befehlen. Kommt her zu mir. Das ist eins der großen Themen der Bibel. Gerhard Röckle und dann Klaus Vollmer. Die Bibel lädt uns ein zur Stille vor Gott. Das ist kein Rückzug von dieser Welt, in die wir mit vielfältigen Aufgaben und Pflichten hineingestellt sind. Aber immer wieder ist es nötig, dass wir uns für eine kurze Zeit zurückziehen von dem, was wir tun. Aus der Distanz können wir besser sehen, was geschehen muss. In der Stille vor Gott schütten wir ihm unser Herz aus. Damit mag es beginnen, dass wir ihm alles sagen, was uns bewegt und umtreibt, was uns ängstigt und innerlich fast zerreißt. Wir sagen ihm unser Lob und danken ihm für die vielen Kleinigkeiten des Alltags und für seine große Liebe. Aber das ist nicht alles. Wir fangen an, vor Gott wirklich still zu werden und zu schweigen. An vielen Stellen der Bibel werden wir dazu eingeladen. Psalm 37: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 131: Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter.
Psalm 46. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Jesaja 30. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Der Nachsatz, der dann kommt, ist für uns Menschen bezeichnend. Dieser Nachsatz heißt: Aber ihr wollt nicht. Hören wir also genau hin. In diese ungestillte Lebenserwartung und belastende Erfahrung tritt der Herr ein und ruft zu sich. Er will mit seiner Gegenwart und mit seiner Liebe füllen, was keine Macht der Welt und was keine menschliche Liebe zu füllen imstande ist. So lautet die Wahrheit des Evangeliums so: Sein Du ist größer als mein Ich, darum kann er mich erfüllen. Seine Liebe ist größer als meine Sehnsucht, darum kann er meine Sehnsucht stillen. Sein Friede ist größer als meine Unruhe. Darum kann er mich zum Frieden bringen. Doch dem widersetzt sich alles in uns, auch im frommen Menschen. Sein Du ist größer als mein Ich, sagte Klaus Vollmer. Wer akzeptiert das schon, nicht selber Herr sein zu können, sondern sich dem Herrn auszuliefern? Die Sünde kommt einem da ständig dazwischen, die Ursünde, wie Theologen das nennen, sein zu wollen wie Gott oder zumindest ohne ihn sein zu wollen, manchmal jedenfalls. So entsteht ein Kreis. In manchen Lebensumständen brauche ich Gott nicht. Da will ich mir Erfüllung und Problemlösung selber geben. Doch in aller Aktion merke ich, das gelingt nicht. Zur Besinnung will ich aber auch nicht kommen, sonst könnte ich ja Gott begegnen, den ich in manchen Lebensumständen nicht brauche. Also will ich mir die Erfüllung selber geben und so weiter. Darum ist Stille so schwierig. Über eine Erfahrung aus Einkehrtagungen, Dr. Otto Dien, Leiter des nordelbischen Gemeindedienstes. Ich möchte gerne noch hinzufügen, dass das, was wir hier Schweigen nennen, Einkehr nennen, doch auch die andere Seite hat, dass sie uns auch entgegen ist, dass wir ihr eigentlich auch gerne ausweichen möchten und dass in dieser Stille auch etwas hochkommt, weil es ja keine Stummheit ist. Wir lassen die Menschen ja nicht in der Stummheit und sagen und verbieten, ihr dürft nicht reden, sondern wir sagen, verzichtet einmal auf das Reden untereinander, was ihr gut kennt, und öffnet euch umso mehr zu Gott hin. Auch zum Gespräch mit Gott hin. Und dabei kommen dann auch Dinge hoch, die ich gerne unter dem Teppich halten möchte. Sodass ganz wichtig ist, dass in dieser Zeit auch das Angebot zum seelsorgerlichen Gespräch da ist und wirklich zur Hilfe. Wir haben es erlebt, dass in diesen Tagen Menschen doch noch einmal eine Lebenskorrektur vorgenommen haben. Dem kann man sich bewusst ausliefern. Zugegeben, das kostet Mut, aber was ist schon einfach zu haben im Leben? Ein solches Gespräch mit Gott und Gespräch Gottes mit uns hat Wirkungen. Schuld erkennen und bekennen, Beichte und Vergebung, Auslieferung an Christus und Erfüllung zum Dienst. So findet man den Sinn, wenn man zur Besinnung kommt. Darum ist es auch nötig, den Schwerpunkt unseres Themas zu verlagern. Klaus Vollmer. Wenn ich vor Mitarbeitern dieses Thema verhandle, dann spreche ich in erster Linie nicht von dem Schweigen und der Stille, sondern vom Wort Gottes. Gott möchte mit uns sprechen und darum werden wir still. Subjekt der Stille ist also nicht die Stille, sondern Subjekt der Stille ist für mich das Wort Gottes. Unser Gott ist ein redender Gott und unser Gott spricht vorrangig leise. Ich kenne keinen, der leiser und behutsamer spricht als Gott. Gewiss kann Gott auch mal sehr laut und vernehmlich sprechen. Er kann sich überlaut zu Worte melden und Menschen aufschrecken, aber das ist nicht die eigentliche Weise, in der er zu uns spricht. Gott kommt leise, behutsam und er spricht uns auch behutsam an. Und darum gibt es nur eine rechte Einstellung für sein Reden, und das ist das eigene Schweigen.
Im Schweigen verlasse ich die Lärmquellen. Ich gehe weg von der Arbeit, von den Pflichten, von den Vergnügungen und von der Unruhe, die mich umgibt. Ich gehe ja nicht darum weg, weil diese Dinge an sich böse wären. Das sind sie in der Tat nicht. Sondern ich möchte zu bestimmten Zeiten auf die leise Stimme Gottes hören. Und darum verlasse ich die Lärmquellen aller Art und schweige. Wie kann das nun praktisch geschehen, Gerhard Röckle? Still werden und schweigen kann man sich nicht einfach befehlen. Aber man kann die äußeren Voraussetzungen dafür schaffen und dazu gehört, dass man das Radio abstellt, den Fernseher ausschaltet. Zum Stillwerden ist auch Zeit nötig und es ist dann gut, in der Stille auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Martin Luther hat einmal gesagt, die Seele des Menschen kann alle Dinge entbehren, nur nicht das Wort Gottes. So fangen wir am besten damit an, über einem kurzen Wort der Heiligen Schrift, etwa über einem Wort aus dem Losungsbuch der Herrnhuter Brüdergemeine, still zu werden. Wir bedenken das Wort in unserem Herzen, reden darüber mit Gott im Gebet. Es ist gut, sich daran zu erinnern, welche Erfahrung Sören Kierkegaard gemacht hat, wenn er sagt, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lerne aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der betende Gott hört. Das hat erfahren zum Beispiel das Ehepaar Soest aus Hamburg, Mitarbeiter in ihrer Kirchengemeinde in verschiedenen Funktionen. Sie haben an Einkehrtagen des nordelbischen Gemeindedienstes teilgenommen, um zur Ruhe und Besinnung zu kommen. Walter Soest erinnert sich an die Zeit, als er noch Manager eines großen Lagerhausesbetriebes im Hamburger Hafen war. Und beim ersten Mal bin ich voll aus dem Unternehmeralltag herausgekommen und nach Ratzeburg gefahren. Hab eigentlich nur noch die Koffer zu Hause abgeholt und aus der Sitzung raus nach Ratzeburg. Und dann begannen wir abends mit Schweigen. Nach dem Bekanntwerden miteinander gingen wir auf unsere Zimmer und es sprach niemand mehr mit mir. Und das war ganz schlimm. Es war ganz schlimm. Nicht mal meine Frau sprach mit mir. Die hatte ein Nebenzimmer und ich versuchte mit ihr Kontakt aufzunehmen. Es war aber nichts zu machen. Sie sprach nicht mit mir und ich zog mich dann zurück. Und dann begann der nächste Tag, das war der Samstag. Und dort war ich dann schon fast so weit, dass ich an mir selbst verzweifelte, weil ich eben auf mich zurückgeworfen war. Und die erste Begegnung fand statt nach dem Kaffeetrinken am Samstag. Unter der Leitung war eine kleine Gesprächsgruppe unter Leitung eines Pastoren. Und ich war kurz davor, gab es Kaffeetrinken, da hatte ich das Gefühl, dass nervlich bei mir erstmalig in meinem Leben die Dinge nicht mehr unter Kontrolle waren. Und ich ging dann in dieses kurze Gespräch hinein und berichtete sofort darüber. Und
dieser Pastor Stecker sagte zu mir, das seien typische Entzugsentscheidungen, wie bei Drogen und anderen Süchtigen. Darüber haben wir uns dann herzlich gefreut, dass es nur das sei. Und von da an ging es mir auch besser. Und an dem Sonntag, als wir dann zurückfuhren, da hätte ich gerne noch wie viele Tage auch immer dranhängen können. Da war ich damit durch. Otto Dien vom Nordelbischen Gemeindedienst, der diese Tagungen seit den 60er Jahren veranstaltet. Im Mittelpunkt dieser Tage steht ein biblischer Text, der am Morgen ausgelegt wird. Danach viel Stille und nur einmal am Tag, am Nachmittag, eine Stunde in einem kleinen Kreis ein Austausch. Sonst Schweigen, auch bei den Mahlzeiten. Der Tag wird gegliedert von den Gebetszeiten, morgens, mittags, abends und zur Nacht. Es gibt das Angebot des seelsorgerlichen Gespräches. Es gibt bei längeren Tagen als nur zwei auch das Angebot einer Beichte. Erfahrungen damit schildern Irmtraut und Walter Soest. Nach zwei Tagen, da ist man eigentlich gerade dazu gekommen, ja, in sich hineinzuhorchen und auf die Stille zu achten und dass die Stille auf einen selbst auch nicht mehr bedrängend wirkt, sondern dass die auch ja, innerlich fröhlich macht. Aber nun, um die eigene Stille nochmal zu bringen, die findet für mich am meisten statt, einmal, wenn ich mich in das Einzelzimmer zurückziehen kann. Jeder Teilnehmer hat ein Einzelzimmer, auch Ehepaare. Oder aber, wenn ich mittags allein losmarschiere durch die Gegend, dann habe ich gern den Text, den wir am Morgen bearbeitet haben, in der Tasche. Ja, und denke über diesen Text nach und lasse meine Gedanken darum kreisen, lerne zum Teil auch den Text auswendig und gehe damit so für mich um. Das ist ja unvorstellbar, wenigstens so wie ich Kirche erlebt, dass man an einem solchen Text mit 20 Menschen 4 Tage lang unterwegs ist. Das finde ich schon zunächst auch mal rein von dem Lern- und Aufnahmeeffekt her eine besonders glückliche Art der Programmgestaltung, wenn man das so nennen darf. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man vielerlei Dinge anders sieht, wenn man mal so 4 Tage in eine solche ausgesonderte Position hineingestellt wird. Und bis hin eben zu einem besonderen Erlebnis, was mich mit Brecklum in Hinblick auf diese Tage verbindet, ist auch der Beichtgottesdienst und die Beichte und die Absolution. Dinge, die wir so in der Landeskirche, so in unserer Ortsgemeinde, so nicht kennen. Sind eigentlich Erfolge von solchen Einkehrtagungen zu sehen? Wenn ich durch das Land hier fahre und Menschen treffe oder auch mal besuche wieder, die ich von dieser Arbeit hier kenne, dann freue ich mich oft über eine große Fröhlichkeit. Oder ich freue mich, wenn jemand sagt, nun bin ich fast 60 Jahre alt und habe viel in der Kirche erlebt und finde jetzt diese Form und bin eigentlich traurig, dass ich sie vorher nicht schon hatte. Es hat mir sehr geholfen. Also so ein Stück Stärkung oder Mut machen, was ja in unseren Gemeinden heute gar nicht so oft anzutreffen ist. Es gibt viel Müdigkeit, viel Resignation, wenig Hoffnung, auch wenig Begeisterung im guten Sinne. Und ich erlebe das, dass hier Menschen wirklich im Herzen bewegt sind. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Und ich denke, wo das Herz irgendwo bewegt ist, in der Tiefe, von Gott her und seinem Wort, da hat das Folgen. Solche Erfahrungen, Gott neu zu begegnen, sind natürlich auch im Alltag zu Hause möglich. Man muss da nur eine andere Form finden.
Otto Dien. Wie sieht es aus, den Tag zu beginnen? Wie ich den Tag beginne, so wird er ein Stück weit geprägt sein. Werde ich in der Hektik beginnen, wird das erste Wort oder der erste Ton, den ich morgens an mein Ohr lasse, an mein Herz lasse, wird es die Musik aus dem Radio sein oder etwas anderes? Spare ich und sondere ich morgens zu Beginn einige Zeit aus? Und wenn es 5 Minuten oder 10 Minuten sind, das wäre schon etwas. Auf der Höhe des Tages innehalten. Ich denke, auch da tun sich viele Möglichkeiten auf. Es ist nicht immer ein Zeitproblem im Sinne der Uhr. Es gibt durchaus dieses, dass ich auf der Höhe des Tages um den Mittag herum, wenn die Sonne am höchsten steht, wo ich mich auch befinde, am Arbeitsplatz oder auch unterwegs im Auto, kann ich einen Moment innehalten. Kann ich Gott die Ehre geben mit einem Satz, lobe den Herrn meine Seele. Ich kann auch das Kyrie eleison, Herr erbarme dich, einfach mitten hinein in planende Gedanken sprechen. Und die Abendstunde, loslassen am Abend, das ist eine Form des Glaubens. Das wieder üben, loslassen und nicht bis in die Träume und den Schlaf hinein mein Tun und mein Unerledigtes weitertreiben. Und zuletzt der Sonntag. Den Sonntag wieder entdecken als ein Geschenk des Himmels. Damit das gelingen kann, ein Leben mit Gottes Segen. Eine ganze Reihe von Anleitungen gibt es inzwischen, zur Besinnung zu kommen. Eine davon ist das Werkstattheft Nummer 3 des Nordelbischen Gemeindedienstes. Hier hat Otto Dien Erfahrungen und Hilfen zusammengestellt für den Beginn am Morgen, für den bewussten Augenblick am Mittag, für das Loslassen am Abend und für das Feiern des Sonntags. Zur Besinnung kommen. Wir hatten begonnen mit der Szene im Krankenzimmer, zwei Typen des Gemeindelebens mitten aus dem Leben gegriffen. Eine dritte Art zeigt die folgende Geschichte und sie soll zugleich am Ende des ganzen Funkseminars Gemeinde stehen. Zur Erinnerung, Seminar heißt auf Deutsch Baumschule, wo man wachsen lernen kann. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig fragte der Käufer, »Was verkaufen Sie, mein Herr?« Der Engel antwortete freundlich, »Alles, was Sie wollen.« »Also dann, ich hätte gern das Ende aller Kriege in der Welt. Mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche, Ruhepausen in der Arbeit.« Da fiel ihm der Engel ins Wort. »Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.«